Zuletzt bei Banjo-Kazooie. Die Click-Clock-Woods können mit ihren vier Jahreszeiten ganz schön verwirrend sein. Aber wir nehmen uns die Zeit und schauen uns Jahreszeit für Jahreszeit ganz in Ruhe an. Beim letzten Mal konnten wir sehr viele Puzzleteile im Sommer und sehr viele Noten im Herbst finden. Von deren Honigwaben ist leider bisher noch keine Spur. Aber wir sind ja auch noch nicht im Winter gewesen, denn genau diese Jahreszeit erkunden wir heute und dann haben wir auch Zugriff auf alles, was die Welt zu bieten hat und können sie dann hoffentlich komplett abschließen. Hi meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Banjo-Kazooie. Und heute gehen wir in die letzte Jahreszeit, die wir noch nicht gesehen haben. Und das ist der Winter. Frühling, Sommer und Herbst haben wir bereits in Ruhe anschauen können. Aber jetzt hat sich eine eisige weiße Schneeschicht über die Click-Clock-Woods gezogen. Und auch diese nervigen Pflanzen sind eingefroren. Wir können jetzt Stück für Stück hier noch alles erkunden. Und dann schauen wir mal, was los ist. Und schaut mal, Freunde. Da vorne ist eine Flugplattform und oh nein, es gibt schon wieder Schneemänner. Oh, really? Okay, Freunde, das ist das allererste, was wir machen. Wir versuchen, diese Schneemänner zu entfernen. Oh, habe ich auf die gar keine Lust. Oh, müssen die jetzt wirklich nochmal ein Comeback feiern? Muss das jetzt wirklich sein? Das muss nicht sein, wirklich. Das muss nicht sein. Die sind nicht so besonders, dass die jetzt nochmal ein Comeback brauchen. Und ich habe verfehlt. Aber ich fliege noch. Das ist das Wichtigste. So. Wir fliegen nochmal hoch. Wir zielen auf den... Okay, er hat mich getroffen. Wir zielen auf den Deckel. Nein, das war nichts. Okay. Das ist... Oh Gott, ey. Die Steuerung ist so crap. Und es ist dieses... Oh Gott, diese Enemies. So, das ist ein Treffer. What? Warum? Oh, boy. Nein, das ist doch so... Alter! Holy shit! Sind diese Gegner beschissen? Ich komme nicht drauf klar. Wie kann ein Gegner so kacke sein? Aber immerhin geben diese Eiswürfel zwei Leben. Das ist angenehm. Oh, ich dachte wirklich, dass ich sie nach den Freezy Peaks einfach los gewesen wäre. Und dass ich die einfach nicht mehr sehen muss. Aber ich muss sie wiedersehen, Freunde. Aber wir machen die Instant Feierabend. Vielleicht gibt es ja sogar ein Puzzleteil für sie. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Oh boy, die sind ja wirklich überall. Zack, natürlich treffe ich nicht. Das ist... Es ist zum Heulen. So. Wir visieren das rote X an. Und zack, okay. Das ist schon mal ein Treffer. Damit kann man arbeiten. Okay, hier sind sehr viele Noten und stuff. Aber... Hat man jetzt weiter oben noch einer? Ne, die schießen von unten, glaube ich, oder? Ne, hier ist noch einer. Nein, warum verfehle ich denn jetzt? Jetzt trifft er mich, aber damit bin ich cool, weil jetzt treffe ich ihn. Warum? Warum war das kein Treffer? Warum war das auch kein Treffer? Was ist jetzt passiert? War das ein Run-Up? Guys, ich will nicht mehr. Wirklich. Ich möchte nicht mehr, dass diese Gegner existieren. Aber, was ich sagen muss, ich bin guter Dinge, Freunde. Kann ich das Fenster aufschlagen? Ja, kann ich. Da kriegen wir safe was. Da kriegen wir safe ein Puzzleteil. Weil wir Nepnut die Nüsse gegeben haben, oder? Oh, Eicheln. Hier muss doch ein Puzzleteil sein. Ich meine... Sonst hätte diese Nussquest nichts gebracht. Ah nee, stopp! Natürlich hat die Nussquest was gebracht. Was laber ich? Wir haben ja direkt das Puzzleteil bekommen. Da war ja was. So, wisst ihr was? Ich probiere jetzt noch eine Sache. Kann ich mit goldenen Federn die Kollegen erledigen? Nein, kann ich leider nicht. Schade. Die goldenen Federn können viel, aber sie können mich nicht von diesem Leid befreien. Schade, das wäre auch nur zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. So, da ist nochmal eine Flugplatte, okay. Aber mir gehen halt auch langsam die roten Federn aus. Muss ich jetzt auch sehr auf meinen Vorrat aufpassen.
Wir haben schon fast die Hälfte verbraucht. Oh, und er ist wirklich ein riesiger Adler geworden. Wie cool. Hey, Bro, was geht? Keine Sorge, ich komme gleich zu dir und quatsch mit dir. Aber ich habe hier noch eine offene Rechnung. Nein, natürlich ist das kein Treffer. Das ist zum Heulen. Jetzt gehe ich gleich im Over. Wahrscheinlich, vor allem, ich muss sie wahrscheinlich halt nicht mal töten. Ne? Das ist halt noch der nächste Punkt. Ich will mich einfach nur erschießen. Es gibt zwei frustende Dinge in diesem Spiel. Das ist die Flugsteuerung, gepaart mit den Schneemännern. Und das ist Rusty Bucket Bay. Oh, okay, ja. Aber ich kann die Welt nicht, ich kann's nicht. Ich kann diese Welt nicht in Ruhe erkunden. Wie soll ich eigentlich, by the way, an dieses One-Up unten rankommen? Wenn diese Schneemänner noch existieren, weil die werfen mit einer insane hohen Geschwindigkeit, da habe ich keine Chance, da komme ich nicht dagegen an. Das ist not possible. Aber ich kann sie nur mit dieser blöden Steuerung killen. Okay, so, hoch. Ich muss irgendwie lernen, wie man zielt. Sehr schön. Ah, schon mal ein Treffer. Wir machen weiter. Schau mal, das ist ein Mumbo-Schädel jetzt bei dem Feld. Das Feld gucken wir uns gleich nochmal an. Es hat bisher in keiner Jahreszeit irgendwas gebracht. Ich ziele tiefer als sonst. Warum war das jetzt schon wieder kein Treffer? Okay, auch die Ranken machen wir im Winter tatsächlich nichts mehr. Auch interessant, so. Grüß dich, Bratan. Danke. Ich bin kurz davor, euch zu cutten. Ich bin kurz davor, euch den ganzen Scheiß einfach zu cutten. Aber es kann halt sein, dass es eine Belohnung dafür gibt, alle zu töten. Ich glaube, in den Freezeezy Peaks gab es eine Belohnung. Deswegen muss ich es probieren. Also, wie gesagt, allein schon für ein Puzzleteil muss ich es probieren. Da ist auch der Hexenschalter, sehe ich gerade. Okay. Natürlich trifft er mich. Der wirft einfach senkrecht nach oben. Klar. Ey, Digga! Jetzt gehe ich gleich im Over. Meine Laune ist am Tiefpunkt. Meine Laune ist am Tiefpunkt. So, Freunde. Ich habe jetzt drei erledigt. Und das war's jetzt. Jetzt habe ich keine roten Federn mehr. Okay. Aber ich habe alle drei, die am Boden stehen, habe ich mal erwischt. Das ist ja prinzipiell, glaube ich, mal nicht schlecht. Und jetzt muss ich halt neue Federn finden, bevor ich hier weiter gegen die Schneemänner in den Krieg ziehen kann. So, hier, okay, Mumbo ist komplett weg. Mumbo ist im Urlaub. Kommt im Frühling wieder. Oh, aber Mumbo hat uns was hinterlassen, was ich ganz dringend brauchen kann. Ganz, ganz, ganz dringend. Mumbo, du Ehrenmann. Danke für 12 rote Federn. Damit geht unsere Jagd auf die Schneemänner weiter, Freunde. So, soll ich dich eigentlich mal hops nehmen? Naja, okay, ich habe volle Energie. Ich wusste jetzt nicht, wie häufig mich die Schneemänner bei meiner Jagd getroffen haben. Aber ich habe mich wohl ganz gut angestellt. Okay. Dann machen wir weiter. Also ich glaube, es gibt noch mindestens 3. Die schimmeln alle beim Baum. Also gerade der beim Hexenschalter. Der muss auf jeden Fall weg. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So. Okay, danke. Der trifft mich jetzt wieder, wo ich ihn gar nicht sehe. Weil die Kamera... Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann die Kamera... Das ist... Es ist zum... Ich... Oh, boy. Okay. Und er aufgepasst. Wir müssen uns einfach treffen. Wir müssen uns einfach treffen. Danke. So, ich kann noch... Da? Den muss ich jetzt auch einfach nur treffen. Das wäre so gut. Oh mein Gott. Ich glaube, es gibt nur noch einen, Freunde. Ich glaube, es gibt... Ja, du bist das. Nein. Scheiße, Freunde. Und jetzt bin ich nicht mehr auf der passenden Höhe. Komme ich noch, trotzdem noch zum Hexenschalter? Ja, vielleicht. Wenn ich hier ausweiche. Und dann, nein. Okay. Das ist der letzte, der noch übrig bleibt. Alles klar. So, aber dann lassen wir das jetzt erstmal. Na? Dann setzen wir diese Erkundung irgendwann anders fort. Dann laufen wir jetzt erstmal auf den Baum hoch. Weil ich habe hier super viele Noten gesehen. Ich glaube, dass wir definitiv in der Lage sind. Oh, die ganzen Goldfedern nehme ich mit. Ich glaube, dass wir definitiv in der Lage sind, die Notenquest auf jeden Fall zu schaffen. Mhm.
Goldfedern auffüllen ist keine schlechte Sache. Yes. Okay. Da drüben war noch eine Goldfeder, ich weiß, aber die ist mir jetzt nicht so wichtig. So, da ist wieder der Bienenstock. Ich denke nicht, dass jetzt hier noch irgendwas passiert. Ich schaue trotzdem, ob ich rein kann. Nee, der ist komplett broken. Holy shit. Der hat den Winter nicht mitgemacht. Wir landen hier kurz. Kann ich das hier? Warte mal. Ah, da kann ich unter Wasser. Okay, ist hier unten was? Warum kann ich hier unter Wasser? Nur wegen dem One-Up? Nee, warte mal. Wir düsen zum Biber. Ich meine, es muss doch einen Grund geben, warum ich hier unter Wasser kann, oder? Hier ist eine leere Honigwabe. Oh mein Gott. Ups, also bekomme ich im Winter keinen Besuch. Oh mein Gott, Freunde, wir haben leere Honigwabe 1 und 2 gefunden. Ich wollte doch jetzt sagen, es muss doch einen Grund geben, warum die mich hier ins Eiswasser lassen. Und ich habe den Grund gefunden. Wie gesagt, da drüben wäre noch ein One-Up. Das ist mir aber relativ egal. Geil. Ey, das läuft doch. Das läuft doch. Außer die Schneemänner. Die laufen eher weniger. Stark, stark, stark. Das sind auch immer zwei ganz, ganz schwierige Collectibles zu finden. Und es ist immer sehr befriedigend, wenn man die findet. Und ich die nicht irgendwo nachgucken muss oder ihr mir in den Kommentaren helfen müsst. So. War jetzt eigentlich hier irgendwas? Nee. Also, dieses Feld war in jeder Jahreszeit bisher useless. Keine Ahnung. Also, ich glaube, wenn dann im Frühling, hätte ich da vielleicht was einpflanzen können, was ich vergessen habe. Und dann wäre da immer was gewachsen oder so. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, ist das irgendwie an mir vorbeigegangen. So, ich liebe es, dass diese Eisklötze einfach immer zwei Leben spawnen. Das ist immer saustark. Das kann man immer mega gut gebrauchen. Okay. Wir düsen mal weiter. Ich schätze, Blätter werden keine mehr hängen. Das heißt, ich glaube, ich muss mir auch gar keine Gedanken machen, ob ich hier den Weg über die Blätter gehe. Nein. Den einzigen Weg nach oben gibt es hier. Und wir gehen jetzt zum Adler. Genau, da beim Bienenstock bin ich vorhin gedroppt. Da bin ich runtergefallen. Das heißt, ab hier betreten wir jetzt wieder frisches Territorium. Aber bisher noch alles altbekannt. Muss hier ein bisschen die Sprünge besser timen. Genau, da unten ist der Hexenschalter. Das kann ich auch, wie gesagt, notfalls probieren, ohne dass hier irgendwas los ist. Nein, 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 nein. Ah, ich will nicht mehr. So, Freunde. Ich bin wieder da. Ich bin wieder oben. Und jetzt gehen wir unseren Adlerfreund besuchen. Ich weiß nicht, warum der Baum hier grün leuchtet. Vielleicht Weihnachtsbeleuchtung oder so. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ein paar Noten fehlen mir noch. Aber wie geht's dir, Meister? Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein herausgewachsener Adler. Ja, und du hinterlässt mir hoffentlich ein Puzzleteil und vielleicht kannst du auch die Schneemänner noch töten. Ich habe eine Belohnung. Oh, schau mal, da unten sind by the way noch Noten, ne? Für dich, mein Freund. Hier ist sie. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Die nehme ich sehr gerne mit. Belohnung Nummer 7. By the way, Jinjos fehlen mir, Freunde. Mir fehlen sehr viele Jinjos. Oh mein Gott. Okay, ich lebe noch. Yeah. Alles klar. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Baumspitze überprüfen. Das sage ich euch. Aber außer dem Hexenschalter und eventuell dem Töten des letzten Schneemanns bin ich schon fast am Ende. Mit meinem Latein. Ich finde, habe seit Ewigkeiten keine Jinjos mehr gefunden. Oh, schaut mal. Auf dem Dach. Und ich prüfe, ob ich ins Haus rein kann. Das wollte ich vorhin eigentlich auch schon machen. Oh Gott, er ist zurück, Freunde. Der Schneemann. Ich stürze schon wieder ab. Das kannst du keinem erzählen. Oh. Aber es ist gar nicht schlecht, dass ich abgestürzt bin. Auf Mumbus Dach ist ein Jinjo. Und den Kollegen sehe ich jetzt erst. Holy shit, ey. Tut mir leid, dass du so lange hast auf mich warten müssen, Mann. Ich habe dich echt nicht gesehen. Sehr schön. Und da fehlt mir nur noch einer. Oh, ich hätte so gern rote Federn.
weiß, mit dem Cheat Feathers oder wie auch immer der heißt, dann hätte ich meine Federn auf 100 aufstocken können. Maximal. Aber irgendwie habe ich es nicht gemacht, keine Ahnung. Ich glaube, ich war einfach zu faul. Jetzt zahle ich die Rechnung dafür. Okay, Freunde, ein neuer Versuch. Jetzt ziehen wir erstmal dich. Dann schauen wir, ob wir hier reinkommen. Nicht? Oha, ich hätte gedacht, dass ich hier reinkomme. Aber ich muss aufs Dach hoch. Nicht sliden, danke. Zack. Direkt nochmal 4 Noten. Jetzt fehlt uns irgendwo noch eine Dreierformation. Das ist so eine typische Notenanzahl. Vielleicht haben wir Glück und die ist vielleicht in der Baumkrone oben. Keine Ahnung. Oder ganz woanders. Das müssen wir noch rausfinden. Und jetzt versuche ich hier weiter nach oben zu kommen, in der Hoffnung, dass der Kollege mich nicht runterwirft. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Ja, seine Schneebälle verpuffen da. Das sollen sie auch ruhig weitermachen. Wie gesagt, also ich werde jetzt noch zum Ding gehen. Wie gesagt, in die Baumkrone. Und dann, wenn wir da waren... Ja, das sind die letzten Noten, Freunde. Let's go. Let's go. Wir haben die Notenquest auf jeden Fall schon mal. Und wenn wir dann in der Baumkrone waren, dann gehe ich zum Hexenschalter. Egal, ob mich der Schneemann dann trifft oder nicht. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden, ja. Und hier geht nämlich die Tür auf. Hier ist eventuell noch was. Nee, es ist einfach genau dieselbe Baumkrone wie immer. Dein Scheiß Ernst? In keiner Jahreszeit ändert sich hier irgendwas. Wieso? Wenigstens im Winter hätten sie doch hier was machen können. Oder kriege ich was, wenn ich hier alles kaputt mache? Warum war da die Tür zu, verdammt? Kann ich den noch ankacken? Das war nicht kacken. Die machen wir kurz so kaputt. Ich glaube schon, oder? Jawollo. Und du auch weg. Einfach damit wir einmal Feierabend gemacht haben, auch wenn ich es nicht brauche. Okay, die Baumkrone war außer im Frühling immer wieder aufs Neue enttäuschend. Muss ich sagen. Okay. Und jetzt noch Hexenschalter. Und dann müssen wir gucken. Irgendwo habe ich einen Ginger übersehen. Leider weiß ich es nicht. Irgendwas hat es mit diesem Feld auf sich, was in keiner Jahreszeit jetzt irgendeine Rolle hatte. Das müssen wir auch noch überprüfen. Und die Biene eventuell in andere Jahreszeiten mitnehmen. Das kann auch eventuell noch was... Kamera hat sich einfach wieder komplett gedreht. Das kann auch noch was sehr, sehr wichtig wichtiges und relevantes sein. So, Freunde, wir lösen jetzt einfach. Genau. Und zack. Gut. Ah, da muss ich nach oben fliegen. Ja, da bräuchte ich rote Federn für. Mann, ich würde so gerne alle Schneemänner kaputt machen, aber ich glaube nicht mehr, dass es hier noch irgendwo rote Federn gibt, die ich einsammeln kann. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich werde an der Stelle, glaube ich, den Winter verlassen. Und ich kann noch einmal ganz kurz in die Richtung gucken, aber ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Nee, da ist Mumbo und so weiter. Meine Goldfeder. Okay. Ich weiß nicht, ob es gespeichert bleibt, was ich im Winter getan habe. Also ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht dann wieder alle Schneemänner leben, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Oder ob gespeichert bleibt, wie viel ich gekillt habe. Wir können das jetzt ganz schnell überprüfen, Freunde. Wir können das jetzt ganz schnell prüfen, ne? Aber es sieht eventuell so aus, dass es gespeichert bleibt. Ja, okay, es bleibt gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht noch mal ein paar rote Federn in den anderen Jahreszeiten finde, dann kann ich vielleicht den letzten Schneemann noch töten. Vielleicht kriege ich dann was dafür. So, was machen wir jetzt? Ich gehe noch mal in den Frühling und check da noch mal das Feld ab. Dieses Feld ist mir auf allen Ebenen suspekt. Da muss doch was machbar sein, oder? Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das einfach so komplett unbenutzt bleibt. Auf gar keinen Fall. Und schaut mal, Freunde, da unten sind schon mal die ersten roten Federn. So, ich nehme hier alles mit. Wundert euch, by the way, nicht, dass der Biber jetzt wieder, zumindest in der Jahreszeit da ist. Oder vielleicht ist der immer in der Jahreszeit da, ich weiß es nicht. Aber ich habe seit dem letzten Part das Spiel auf jeden Fall mal neu gestartet. Dementsprechend, sind es vielleicht in alten Welten gewisse Fortschritte nicht mehr gespeichert. Aber wichtig ist ja vor allem, dass es im Winter ist, ne? So, aber auch da ist irgendwie nichts. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da vielleicht was pflanzen oder so, aber... Das ist so... Wo muss ich per Biene herkommen? Ich
Ich weiß es nicht. Ich kann euch echt nicht sagen, was ich da machen muss. Und ich kann, wie gesagt, immer noch die Biene in andere Jahreszeiten mitnehmen. Das ist auch eine Option, die wir immer noch haben. Aber auch da weiß ich nicht, wohin. Oder wofür. Also, ich hätte nicht das Gefühl gehabt, ja, Mann, in der Jahreszeit muss ich unbedingt das und das machen. Irgendwie, I don't know. Ich habe einfach noch nicht so bisher das Gefühl, dass ich was groß verpasst habe. Aber das ist schlecht. Ich habe was verpasst. Wir können mal kurz gucken, ob wir jetzt vielleicht mit den Gummistiefeln hier laufen, ob wir da noch irgendwas Spannendes entdecken. Nee. Bei den Dornen ist nichts. Dann nehmen wir die roten Federn noch mit, Freunde. Für den Schneemann. Wir haben jetzt auch mit allen Bewohnern. Der Adler, der Biber, das Eichhörnchen. In dem Haus war was. Das haben wir gesehen. Da haben wir eigentlich alles angeguckt. Was hat's mit dem Biber auf sich? Nicht mit dem Biber, mit der Biene. Ich düse mit der nochmal in andere Jahreszeiten. Ich meine, ich habe mit der nichts zu tun. Ich kann nichts bestäuben oder angreifen. Ich fliege einfach nur. Ich kann noch keine Luftattacke machen. Also ich kann doch leider nicht mit der Biene auf die Jagd gehen und die Schneemänner kaputt machen. Das ist einfach nicht drin. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach ein bisschen umgucken, Freunde. Und wenn ich was finde, melde ich mich. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Oh, da sind nochmal rote Federn. Ja, rote Federn nehme ich jetzt alles mit. Aua. Okay, eine Idee habe ich noch. Eine Idee habe ich jetzt noch. Und zwar, wenn ich mit der Biene einfach gleich, wenn ich da gelandet bin, so weit nach oben wie möglich fliege. Einfach ganz oben. Vielleicht ist da ja was. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Oh, aber hier ist nichts. Okay. Da kommt jetzt keine Baum... Ich kann nicht auf dem Baum irgendwie oben stehen oder so. Nee, ich glaube, das war mehr Wunschdenken. Aber da ist, glaube ich, nichts los. Genau, hier ist der Sommerknopf, den hatte ich. Nee, alles klar, okay. Dann, ich gucke mich um. Aber warum ist denn die Sprungplattform? Wo will das Spiel, dass ich hinhüpfe? Ist hier was weit oben? Doch, da ist was! Da ist was, Freunde! Hier ist noch ein Puzzleteil! Oh mein Gott, es ist doch was ganz oben! Oh, smooth! Das ist so cool! Die Jinjos sind dann Puzzleteil Nummer 9, wenn ich den letzten Jinjo eventuell irgendwo finde. Und vielleicht dieses Feld. Vielleicht dieses Feld ist Puzzleteil Nummer 10. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Okay, Freunde, ich bin offen und ehrlich, ich habe nachgeguckt, ob es was mit diesem Feld zu tun gibt. Und ja, gibt es. Ich muss da reinkacken. Und dann wächst da wohl was. Ich meine, man kennt's, ne? Man feuert 5 Eier da rein und dann kommt eine Pflanze raus. Ja, irgendwie hätte ich drauf kommen können, weil es irgendwie klar war, dass mit dem Feld was los ist. Aber dass ich da Eier reinkacken muss, hätte ich nicht dran gedacht. Bin ich ganz offen und ehrlich zu euch, das wäre mir einfach irgendwie nicht in den Schädel gekommen. Weiß nicht, vielleicht bin ich da zu einfallslos oder so, aber das wäre mir irgendwie nicht in den Sinn gekommen. LOL! Schaut mal da hinten! Da ist im hohen Gras, beziehungsweise im Heu! Wer gewinnt ein Bild zum Spielerprofil? Ja, okay, alles klar. Da habe ich jetzt irgendwas für Xbox freigeschaltet. Im hohen Gras chillt der Jinjo. Okay, Freunde. Da muss ich jetzt nur noch die letzte Honigwabe finden. Weil das Puzzleteil wird natürlich irgendwas mit dieser Blume zu tun haben. Ich check die Blume jetzt einfach zu jeder Jahreszeit ab. Und wenn ich dann aber die letzte Honigwabe auch noch finde, Freunde, dann haben wir die Click-Clock-Woods komplett abgeschlossen und sind dann beim nächsten Mal bereit für das große Finale. Aber bevor wir beim nächsten Mal dann noch ins große Finale gehen, erzähle ich euch dann auf jeden Fall noch alles, was ich über das Stop-and-Swap-Feature rausfinden kann. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was definitiv einen Platz in einem Banjo-Kazooie-Let's Play finden muss. Gerade wenn man eben 100% macht. Was wir ja doch irgendwie versuchen anzustreben. Auch wenn man die Geschichte irgendwie schon 1000-mal gehört hat, finde ich es irgendwie immer wieder cool. Und ich habe sie nicht mehr genau im Kopf. Also ich weiß nur noch ganz grob, um was es da geht. Aber da gibt es ja quasi ganz viele Collectibles dazu, die man finden kann. Und das finde ich eigentlich immer doch sehr, sehr spannend, sich da nochmal damit zu beschäftigen. So.
Hallo? Ah, schaut, mein Freund, Gobby ist wieder da. What the hell? Und Gobby ist bestimmt gekommen, um meine Pflanze zu gießen. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Gobby. Oh nein, ihr beiden schon wieder. Gobby dachte, hier vor euch sicher zu sein. Es tut mir so leid, Bro. Aber du gießt doch jetzt bestimmt meine Pflanze, oder? Ja. Wollt ihr wohl damit aufhören? Es dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser finde. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir sehr leid. Aber ich bin jetzt auch schon wieder weg. So, und lol, Gobby ist immer noch da. Oh mein Gott, ich muss den Dude auch noch im Herbst mobben. Es tut mir so leid, Bro. Es tut mir so leid, weißt du das? Der Arme, holy shit. So, und die Blume wächst. Und Owen ist unser letztes Puzzleteil. Ich habe eine Idee, ich haue ab in die Lava-Welt. Dort werdet ihr mich niemals finden. Ja, und das ist tatsächlich ganz funny, denn das ist tatsächlich auch ein verworfenes Projekt. Es gibt nämlich keine Lava-Welt, soweit ich weiß. Beziehungsweise ich glaube, die wurde dann in Banjo-Tooie umgesetzt. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kann ich da nicht klettern an der Mitte? Nee. Warte mal, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Soll das, geht das überhaupt hier? Geht das überhaupt über die Blätter? Das frage ich mich gerade. Aber ich glaube, es sollte, die Lava-Welt sollte nämlich eher in diesem Vulkan sein, wo wir zum Mad Monster Mansion gelaufen sind, falls ihr euch erinnert. Aber wie gesagt, die hat es nie reingeschafft. Nein, von hier geht's nicht da hoch. Wie soll ich da hochkommen? Oder muss ich im Winter hierher kommen? Muss ich, nee, im Winter war da ein Mumbo-Schädel. Das kann nicht sein. Muss irgendwie von oben drauf hüpfen. So, Freunde, jetzt stehe ich, glaube ich, ziemlich exakt über der Blume. So sieht's aus. Und da ist das letzte Puzzleteil. Und jetzt gibt es nur noch eine leere Honigwabe. Wir müssen das noch finden. Okay, Guys. Das finde ich relativ heftig versteckt als quasi letzten Ort für die Honigwabe. Und zwar muss man per Flug hier dieses Fenster aufschießen. Nee, ey. Mann, die sind so scheiße. So, und dann hier reinfliegen. Und hier drin findet man dann im Winter, quasi in dem Vorrat, wo man, glaube ich, im Herbst, da oben seht ihr es, wo man im Herbst, glaube ich, eine Nuss gefunden hat, findet man jetzt eine leere Honigwabe. Finde ich schon heavy versteckt, muss ich sagen. Gerade wenn man das dann auch per Flugpad machen muss. Aber damit, Freunde, ist Click Clock Wood abgeschlossen. Und ich denke, wir sind dann beim nächsten Mal so weit ins Finale zu düsen. Wie gesagt, ihr kriegt dann noch eine Zusammenfassung des Stop-and-Swap-Features mit allen Verstecken. Wie gesagt, das ist ja so ein großes Feature, was dann eigentlich mit dem Nachfolger von Banjo-Kazooie geplant war, wo man dann die Cartridge in der N64 dann zur Laufzeit des Spiels wechseln sollte und so weiter. Und dafür wurden eben extra hier in Banjo-Kazooie verschiedenste Items versteckt. Die zeige ich euch alle. Aber das ist quasi nur, das ist dann nie zustande gekommen. Aber ich finde, man sollte es trotzdem kennen. Und dann gehen wir ins Finale. Also, ich weiß nicht, wie das Finale aussieht in Banjo-Kazooie. Aber es kann sein, dass wir beim nächsten Mal den finalen Part haben. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Dabeisein. Euer Hüwi. Dankeschön an die mittlerweile schon 4 großen Supporter hier. Shorty, Sirenquora, Lord Ryoma und Shiro. Ey, Hammer. Geil, dass ihr das hier so unterstützt.